Ja, herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell, heute am 4. Juli in Bernau bei Berlin. Ja, damit herzlich willkommen. Es ist 14.55 Uhr heute bei, beziehungsweise aus Bernau bei Berlin. Ja, und hier geht es um 15 Uhr los, die AfD-Veranstaltung, die Kundgebung gemeinsam für Deutschland der AfD-Kreisverbände Bernau und Barnim. Und wir sind natürlich hier mit vor Ort und gehen auch gleich mal dicht daran. Sehen auch die Antifanten inklusive des Fans der Forschungsgruppe ist wieder bei der Gegendemonstration mit dabei und Sie sehen auch die Linke ist dabei, aber wie man sieht auch dort die Teilnehmeranzahl doch recht übersichtlich. Ich würde so tippen auf 40 bis 50 Personen und das soll hier schon angefangen haben um 13.30 Uhr. Ja. Ja, soweit die Gegendemonstration. Sammeln sich die Mitstreiter, unter anderem heute ja mit Reden von Marcel Donch und anderen. Ja, diesmal ist es auch sogar möglich, die Beschallung sozusagen in Richtung Platz zu machen. Das war aber auch nur möglich, weil der AfD-Anhänger sozusagen bis ins hinterste Eck rutschen musste. Das hatte nämlich vorhin noch die Polizei sozusagen verfügt, die jetzt hier oben sozusagen den ersten Platz hat und vom Bahnhofsvorbau sozusagen zuschaut. Ja, in wenigen Minuten geht's ja los. Und Sie sind denn mit dabei. Ja, vielen Dank an Steffi Lenke, die eingeschaltet hat. Liebe Grüße auch von hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wie gesagt, ab sofort Live-Übertragung auf der neuen Zusatzseite www.face.com/Merkel-muss-weg-Mittwoch aktuell. Merkel-muss-weg-Mittwoch aktuell alles zusammen. Ein Wort. Sie können es auch über die Suchleiste finden, allerdings müssten Sie denn bei Facebook angemeldet sein. Über die Suchleiste oben links einfach eintippen. Merkel muss weg Mittwoch, allerdings muss mit SZ. Wir benutzen sozusagen noch die alte Rechtschreibung von 1901. Also wie gesagt, bei der Suchleiste eingeben, Merkel muss weg Mittwoch, muss mit SZ, dann erreichen und finden Sie auch die neue Seite vom Merkel muss weg Mittwoch. Da ist ja auf der alten Seite immerhin oder immer noch Seitenprobleme gibt. Ja, um 15 Uhr soll es losgehen. Und ich habe hier schon Beispiel Herrn Teichner schon entdeckt, der hier steht. Und Marcel Gonsch war auch schon da, der steht da jetzt weiter hinten. Ja, damit ist es kurz.
Vor 15 Uhr und es geht gleich los. Hier bei der AfD Kundgebung gemeinsam für Deutschland in Bernau. Ja, letzte Veranstaltung, die ja noch öffentlich stattfinden konnte, war glaube ich Anfang März und hier ja auch mit dabei damals Franz Wiese. Ja, und wenn Sie mal in Bernau sind, schauen Sie sich mal noch das hübsche alte Bahnhofsgebäude an. Und auch, es gibt auch hier noch weiteres zu sehen, wie die schicke Kirche dort im Hintergrund. Ja, Berliner Umland sozusagen. Man erreicht Bernau ja durchaus recht flott. Ja, und für alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, hier startet in wenigen Minuten die AfD-Veranstaltung, Kundgebung gemeinsam für Deutschland. Diesmal hier in Bernau bei Berlin, und zwar eine Veranstaltung von der AfD Bernau und auch von der AfD Barmi. Auch hier heißt es aber noch ein paar Minuten warten. Es geht in wenigen Minuten los. Ja, AfD Barnim, unter anderem ja auch Roman Kupfert, den kennen Sie auch von Merkel muss weg Mittwoch, in der Ausart auch schon mehrfach aufgetreten, und auch andere sind natürlich bei Merkel muss weg Mittwoch von Franz Wiese schon mal dabei gewesen. Kommen doch hier einige Gesichter bekannt vor. Ja, was Sie im Hintergrund hören, das ist der Gesang bei der Gegendemonstration. Auch eine Demonstration mache, und das ja bereits seit 13.30 Uhr. Vorhin waren wir ja kurz drüben. Am Anfang der Aufnahme kann man das nochmal sehen. Ja, 40 bis 50 Leute, sonst mit dabei die Linke, der Fan der Forschungsgruppe und auch sonstige Vereinigungen, die im linken Spektrum zu Hause sind. Ja, hier kommt er auch, Sie sehen Roman Kupfer, der sich auch mal die Gegenveranstaltung angeschaut hat. Ja, und hier gibt es noch ein paar Minuten Verzögerung. Aber ich denke mal, circa 15 Uhr, 5, 6, 7 wird es denn auch losgehen. Ja,
Ja, sonst der Anhänger ja wieder ein altbekannter Anhänger. Er ist ja öfter unterwegs. Ich glaube, zuletzt war dieser bei Kati Muxel und auch wo Andreas Kalwitz mit dabei war. Ja, ist ja immer flott einsetzbar, so ein Anhänger. Erinnert mich natürlich auch immer noch, wer es kennt, an den Anhänger bei den drei Damen vom Grill in Berlin, wo den Würstchen verkauft worden. Ja, wie gesagt, wir sind hier in Bernau vor dem Bahnhofsvorplatz. Sie sehen im Hintergrund ja, doch etliche Polizeiautos, die sich dort positioniert haben. Und wie gesagt, auf der einen Seite hier des Bahnhofsvorplatzes hat sich eine Gegendemonstration positioniert. Und hier direkt am Bahnhof steht die AfD. Und wir warten, dass es in wenigen Minuten losgeht. Ja, also wie gesagt, es lohnt sich auch einmal nach Bernau zu kommen, Berliner Umland oder auch in den Barnim oder natürlich auch nach Märkisch-Oderland. Auch das ist ja hier nicht weit entfernt. Ja, wir warten immer noch auf den Beginn. Er war für 15 Uhr angesagt, aber wie gesagt, es verzögert sich noch ein bisschen und ich denke mal, es wird gegen 15 Uhr und 10 Minuten circa losgehen. Ja, für alle, wie gesagt, die sich später zugeschaltet haben, das sind ja noch einige geworden. Wir sind heute hier in Bernau auf dem Bahnhofsvorplatz und in wenigen Minuten beginnt etwas verstiltet die AfD-Kundgebung gemeinsam für Deutschland hier direkt auf dem Bahnhofsvorplatz in Bernau bei Berlin. Mahlzeit. Guten Tag. Fressenheimer, was machst du denn hier? Für wen machst du denn? Wir sind von Merkel muss weg Mittwoch.
Merkel muss mit weg Mittwoch. Ist ja auch ein Wort, was ich gar nicht aussprechen kann ohne so. Doch. Ist spaßig. Das kann man. Ey, danke dir, Jut, danke. Ohne die kann ich gar nicht leben. Genau, deswegen halt. Nee, ich wollte nur fragen, weil ich gerade so voll in der Linse war und ich dachte mir, ich bin ja keine öffentliche Person, also frage ich mal höflich nach. Vollkommen richtig. Weil von der Linken mag ich nicht so unbedingt gefilmt werden, das ist nicht so mein Metier. Richtig. Ich habe da kein Problem mit. Wir kennen das sowieso. Nein, ich frage, ist ja nur ein Zufall. Also stehst hier, machst den Überblick und machst dir schöne Bilderchen von allen. Und schon mal was gehört von Merkel muss weg Mittwoch? Nee, habe ich noch nicht gehört, aber du wirst lachen, ich werde zu Hause gleich nachkicken. Jawohl, das ist die Veranstaltung, die jeden Mittwoch vom Bundeskanzleramt steht. Natürlich halt, das ist klar, aber das dem Landtagsabgeordneten Franz Wiese von der AfD. Ich wollte sagen, jetzt klickert es gerade. Die Schule habe ich nämlich schon gesehen und dachte, die armen Schweine da. Ja, also es ist immer einiges durchaus. Ja, habe ich gedacht, müsste man ja eigentlich so viele Leute mobilisieren. Ja, also wer auch mal hier aus Bernau in der Ecke kann, am Mittwoch, 18 Uhr, Regionalbahn, ist ja durchaus flott. Vorher Berlin gewohnt, aber wenn du jetzt hier draußen bist, sind wir mal ehrlich, bist du ja froh, dass du da weg bist. Das muss man in der Tat sagen. Oder weil hier draußen ist Innenstadt, ja doch ruhiger halt. Innenstadtbereich denn mal verlassen kann. Naja, wir kennen doch Berlin. Hast du denn nur mit Zicken und so, also weiß ich was mit Linken da zu tun hier und sagen, juhu. Ja, ja. Die Alternativen, oder wie man sagt. Ja, Hausbesetzer gibt es ja auch. Naja, die kennen wir ja schon seit 30 Jahren. Riegauer Straße und früher in die Zellestraße und zur Schule gegangen. Ja, zu den Lehrzeiten noch. Also ich weiß, Zellestraße. Das ist der Forkenbeckplatz in der Nähe. Genau, nach oben drüber. Da ich gewohnt, Benchstraße ist der Forkenbeckplatz. Ja. Da war es ja noch vernünftig, bevor die ganzen Häuser alle beschmiert worden sind. Ja, das fing an, naja, nach der Wende, 1989, ja. Wo sind die Straße. Die Hausbesetzer wurden da ja absichtlich positioniert. Naja, wir haben damals, also ich muss damals sagen, Zellestraße, Proskauer Straße, ich gewohnt, damals. Es war ja damals das Motto sozusagen, die Häuser sollten angeblich renoviert werden. Nur so sind die Mieter dort raus. Genau. Wie füllt wurden sie denn aber mit Hausbesetzern wie Mainzer Straße, Rieger Straße, Zelle Straße? Ich muss sagen, ich bin ja wie gesagt vorher zur Schule gegangen, habe ja auch da erlebt, aber die waren durch dadurch, dass die aus der Alapia waren, sind aus den Gegenden. Also viel wurden ich habe ja selber damals eine besetzt in so einer Seitenstraße. Aha. Proskauer links irgendwie darin, aber ist ja auch real. Na, wir waren aber andere Richtung. Wir hatten ja nur mit dem Stress, wenn nachts die Autonomen darum hier ranziehen. Naja, und man sieht ja, was draus geworden ist. Alles beschmiert. Naja, 30 Jahre, verstehe ich nicht. Scheiben zerkratzt und. Wie gesagt, ich kenne das seit 30 Jahren Scheiße. Ja, ja. Und da können sie mir nicht erzählen, von den kriegen die auf Reihe. Jetzt haben sie da gerade erst wieder jetzt die Tage die Laternen und die kaputt gemacht. Und ja, genau, mit den Stromkabeln dort. Angeblich soll hier am 8. August geräumt werden, aber ob es dazu kommt, ist natürlich Schwierigkeit. Wenn die Grünen hier im Bundestag oder irgendwas. Ja, ja. Schöne viel Fahren damit. Na, dann mach schön ordentlich deine Bilder. Ja, danke. Immer ein bisschen und wie gesagt, einfach mal schauen, da können ja auch unsere Zuschauer, klar, erzähle ich auch Kanal gleich. Habt ihr ja was. Das ist entweder über YouTube, da gibt es das, mal einfach eintippen, Merkel muss weg Mittwoch, oder auf Facebook gibt es jetzt nämlich eine neue Seite, wo man denn, wenn man angemeldet ist, oben eintippen muss, Merkel muss weg Mittwoch und muss mit SZ, denn wir benutzen noch die alte Rechtschreibung. Ja, aber jetzt gibt's mit muss, auch eine Seite mit muss. Ach so, das ist die zweite Seite. Ich schreibe immer alles mit Doppel-S. Ja, aber nach der alten Rechtschreibung war das muss mit SZ. Wie gesagt, ich bin 88 aus der Schule raus. Ja. Das war ja durchaus nicht verkehrt, die alte. Ich habe 69 angefangen zu lernen. Na, bis 79. Ja. Ja, aber da war ja doch Rechtschreibung und Deutsche oder auch Schönschrift oder so. Ja, und das war ja auch alles sinnvoll. Das war ja auch alles sinnvoll. Ich musste immer. Ich war eine volle Sau. Ich bin eine volle Sau gewesen. Ich bin auch 8. Klasse rausgegangen, weil ich keine Lust hatte. Naja, dann habe ich angefangen zu lernen und da hieß es, wer gut ist, kann die 10. nebenbei mitmachen. Echt? Habe ich natürlich gleich mitgemacht. Halt in anderthalb Jahren, weil ich gut war, habe ich nach anderthalb Jahren ausgelernt und 10. Klasse mit. Ist ja auch, ich sag mal, letztendlich fragt auch niemand. Ich sag immer, Juve, ob du 4 hast in der Schule. Später in deinem Buch fragt dich Kinder mehr. Wir haben in der Schule eine Russin gehabt, Frau Juva, den Namen werde ich nie vergessen. Die Frau konnte kein Deutsch, wir konnten kein Russisch. Ja, ja. Das ist gleich hängen geblieben. War ja damals. Ich kann das heute noch. Lochlich. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Ja. Das ist gleich hängen geblieben. Merkel muss weg. Na, wie gesagt, das war ja auch eigentlich das Ding, aber momentan ist Merkel muss weg, ist momentan als aktueller Aufbringer nicht mehr so aktuell. Halt. Wir wollen zwar alle weiterhin. Ja, sie ist ja noch nach wie vor da. Und aber sie nach hält wie sich vor. Doch, aber noch die ja, es, ja, ja, es gibt ja, es gibt ja so ja Vermutung, dass jetzt noch eine neue Amtszeit nochmal antritt. Das ist gerade meine Wette, dass ich sage, sie macht nochmal 4 Jahre. Ja, ja. Sagen sie alle, muss aber, weil ich sage, sie hatte eine vielleicht noch vier Jahre, aber zumindest die Hälfte oder so. Aber jetzt nach Putin. Danke für das Gespräch. Auf jeden die Zuschauer haben da auch interessant zugehört. Wir gehen mal nicht daran. Ganz entspannt, ich erklären. Ja, vollkommen richtig.
So, jetzt scheint es zu funktionieren und es geht in einigen Minuten los. Hallo, grüß dich. Ja. Livestream oder? Wir sind live, Sie können auch gerne jemanden grüßen. Ja. Von AfD Barnim, Herr Kuffert. Genau, aus Bernau. Wir haben heute eine Kundgebung, interessante Redebeiträge, interessante Redner. Schauen wir mal, die Gegner sind auch hinter mir unschwer zu erkennen. Und wir sehen eben halt, dass wir eben trotzdem laut genug sind, dass uns die Bürger verstehen. Genau, und heute hat es auch noch gerade geklappt. Ich war nämlich vorhin schon etwas früher da. Erst wollte man wieder mal, dass wir den Bahnhof beschallen. Aber jetzt hat es noch geklappt, wenn man weiter nach hinten gehen konnte, dass es in die Richtung auch mal möglich ist. Ist ja, ja das Mindeste. In dem ist ja Sinne. Auch das Mindeste, dass man eben halt nicht vor der Wand steht und gegen die Wand agiert. Sondern eben wir halt wollen ja nicht den Bahnhof beschallen, genau, sondern hier die Anwohnerinnen und Anwohner. Ganz genau. Genau. Danke fürs Gespräch. Gerne. Grüß dich! Na? Ja! Also, siehst du ja aus wie ein Sommerschiff. Hat sich schon eine Brille? Ja, ich sehe so aus. Ich muss mal hier hochpacken, aber die Uni ist schon zu viel. Das haben wir mal. Ja, das zögert sich aber doch noch ein bisschen. Die Mikrofoneinstellung muss noch vorgenommen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Demonstration in Bernau! Ist das geil! Hallo, komm mal aus dem Büro. Ich bin mal nicht der Niveau. Eins, zwei, drei, Test. Test, 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 Test. Kundgebung, Kundgebung, Kundgebung. AfD, AfD, AfD. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test, 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 Test. 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 Test für die Herrschaften der Linken. Test. Okay. So, Test. So, gut. Okay. So. Jetzt. So, so. Okay. Gut. Liebe Benauer, liebe Wahrnehmer, wir werden anfangen, trotz der kleinen technischen Probleme. Sehen Sie es uns nach. Wir sind dabei, die zu lösen. Nichtsdestotrotz, erlauben Sie mir, den unter Ihnen, die mich vielleicht noch nicht kennen sollten, kurz vorzustellen. Mein Name ist Marcel Donsch. Ich bin Abgeordneter im Kreistag Barnim und werde mich dort und setze mich auch dort bereits für Ihre Interessen ein. Ich habe heute die Ehre, die Veranstaltung des Kreisverbandes Barnim moderieren zu dürfen. Und ich begrüße Sie, so wie es mein Vorredner Hannes Klau kurz schon tat, ganz herzlich zu unserer Kundgebung mit dem Motto Merkel muss weg, gemeinsam für Deutschland. Wir haben uns heute hier versammelt, um gegen die Politik von Frau Merkel ein Zeichen zu setzen. Eine Politik, die Deutschland abschaffen und unseren Kindern und Enkeln die Zukunft nehmen will. Und meine Damen, meine Herren, liebe Benauer, und alleine schon, dass Sie heute hier den Weg hierher gefunden haben, um mit uns dagegen ein Zeichen zu setzen, das ist schon in meinen Augen wirklich Respekt, den Sie sich von mir verdient haben. Ja, das
zollt auch Respekt und ich möchte mich hierfür bedanken. Und auch, dass sie den Mut gefunden haben, nicht nur da hinten bei den, ich sag jetzt mal, wirklichen rot lackierten Faschisten vorbeizulaufen, sondern dass sie auch den Mut hatten, heute hierher zu kommen, trotzdem sie mitbekommen haben, die Medien, die AfD wird ja nun momentan massiv stigmatisiert, diffamiert. Man hat das Instrument des Verfassungsschutzes eingesetzt gegen uns als unliebsame Partei in den Augen der Etablierten. Und meine Damen und Herren, wir lassen uns nicht verbieten. Wir werden sowohl hier in Bernau als auch in jeder Stadt, in jeder Gemeinde in Barnim jeden Tag, wenn es sein muss, zu Felde ziehen, denn wir werden unsere Heimat nicht aufgeben. Und meine Damen und Herren, kurz mal zu der anderen Ecke, darum habe ich auch die Herren von der Polizei darum gebeten gehabt, die Blickrichtung zu der Gegenkundgebung haben zu können. Ja, meine Herren, im Rahmen von der Linken, ja, von der sogenannten Antifa, wissen Sie überhaupt, was Faschismus bedeutet? Ja, wenn Sie da hier schreien gegen Faschisten und auf uns zeigen. Wissen Sie überhaupt, was Faschismus ist? Faschismus heißt, mit Gewalt und Terror die Macht im Staate zu ergreifen. Und bei Gewalt und Terror fällt mir nur ein Name ein, und der heißt Antifa. Und ich habe vorhin, zu meiner großen Freude, die Herrschaften können ja nichts dafür, vom Verfassungsschutz gesehen. Drei nette Herren, oder zwei Herren und eine Dame. Ja. Ich meine, Sie brauchen heute vor uns keinen Kniefall machen, das müssen Sie nicht. Aber meine Damen, meine Herren, schämen Sie sich nicht, dass Sie sich instrumentalisieren lassen, gegen eine Opposition zu Felde zu ziehen, die nichts weiter will, als die Interessen dieses Volkes zu vertreten. Wenn andere das nicht machen, wenn keiner mehr für dieses Volk spricht, einer muss es, einer wird es, und das ist die AfD. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich das so sehe, so mitbekomme, und wenn ich da hinten diese ekelhaften roten Fahnen sehe, dann muss ich unweigerlich an die DDR denken. Mensch, habt ihr denn da drüben nichts gelernt? Ja? Wofür seid ihr denn 89 auf die Straße gegangen? Gut, vielleicht nicht der 17-jährige Pimpf da hinten, aber der Rest. Ihr seid für Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Reisefreiheit auf die Straße gegangen. Und heute wollt ihr uns die Redefreiheit nehmen? Niemals! Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, es macht Spaß, hier mehr laut zu sein. Und bevor ich es vergesse, erstmal ein Dankeschön an die eingesetzten Polizeikräfte, nicht an den Verfassungsschutz, aber an die also nicht an den Regierungsschutz, sondern an die eingesetzten Polizeikräfte, die heute hier vor Ort sind und ihren Samstag hier für uns opfern. Tut mir leid, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich die da hinten sehe, wir hätten sie heute nicht nötig, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Trotzdem danke, dass Sie hier sind. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass wir heute auch hier sind. Und ich verspreche Ihnen, wir werden, wie gesagt, wiederkommen. Wir werden Bernau nicht diesen roten Fahnenträgern überlassen, für die Demokratie ein Fremdwort ist. Wir werden hier nicht die Straßen denen überlassen, die Steine gegen Polizeibeamte werfen. Wir werden nicht die Straßen Leuten überlassen, die meinen, sie können ja marodiert durch unser Land ziehen. Das ist unser Land! Und hier gibt's kein Zurück! So. Und meine Damen, meine Herren, wenn ich mir das so mal anschaue, der Herr Steimle, der Künstler, den ich ja sehr mag und schätze, der hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Und darum ist es auch wichtig, dass wir heute hier sind. Ja. Wenn man gegen die Politik von Frau Merkel ist, ist man ein Nazi. Wenn man gegen die Flüchtlingspolitik ist, beziehungsweise diese kritisiert, ist man ein Nazi. Wenn man gegen den Euro ist, ist man ein Verschwörungstheoretiker. Na, meine Damen und Herren, was sind wir denn von der AfD? Das frage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja? Darum, meine Damen und Herren, wir müssen uns hier zeigen, wir müssen überall auch ganz selbstbewusst auftreten, denn wir sollten uns nicht ändern, nur weil die da drüben stehen. Nein, meine Damen und Herren, die Politik muss sich ändern, und dafür werden wir alles machen. Applaus.
So. Und weil wir ja nur noch ein bisschen über Kommunalpolitik reden wollen, was kann ich Ihnen Schönes aus dem Kreistag berichten? In jüngster Vergangenheit hat Ihre Kreistagsfraktion, also aber schön, dass Sie jetzt da hinten zu uns kommen wollen. Das finde ich sehr gut, dass Sie jetzt hier was lernen wollen. So ist richtig. Deutschland hat einen Bildungsnotstand. Hier ist der Anfang. Hier kann man Ihnen helfen. Bleiben Sie vorne. Jedenfalls, meine Damen und Herren, im Kreistag, da die roten Fahnen schwenken mit der Linken, wo vorher Hammer und Sichel war, diese Herrschaften haben soziale Komponenten, soziale Verbesserungen abgelehnt. Wir haben von der AfD zum Beispiel ein Babybegrüßungsgeld für junge Eltern und Alleinstehende eingebracht. 300 Euro sofort, ohne Wenn und Aber. Es wurde abgelehnt von diesen roten Schmarotzern. Dann haben wir eingebracht Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige, kleine Unternehmer, das ganze Friseurgewerbe, Hoteliers, Gaststättenbetreiber, all diejenigen, die wirklich leiden, wollten wir sofort in Bahn ihm helfen. Was war die Antwort der Linken? Abgelehnt! Und ich lehne Sie ab! Und, meine Damen und Herren, was haben wir noch? Wir haben eingebracht, dass in der heutigen Zeit, wo die Leute 67% bekommen, dass wir im Kreis zumindest ein Zeichen der Solidarität setzen und einen Kreismindestlohn einführen, um den Menschen zu helfen. Was wurde gemacht? Die Linke da drüben hat es frech abgelehnt. Sie predigen Wasser und saufen Wein. Was ist denn da noch sozial? Sie müssten sich schämen. Das Wort sozial sollten Sie aus Ihrem Kontext streichen. Meine Damen und Herren da drüben, die nicht ganz verschrahlt sind, die noch offen sind, offen für neue Ideen, lassen Sie sich eins gesagt sein. Es gibt nur eine soziale Alternative und die heißt AfD. So. Ich habe mir von da drüben mehr erwartet. Schade. Aber das ist so wie auf einem Arbeitsmarkt. Von Ihnen kommt einfach nichts. So. Meine Damen und Herren, der nächste Redner, und ich freue mich sehr, ihn ankündigen zu dürfen, kommt aus der Uckermark. Ich probiere es erstmal so richtig. Begrüßen Sie mit mir Hannes Knauk. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Patrioten und treuen Mitstreiter, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier bei unserer Kundgebung in Bernau. Ja, zunächst einmal möchte ich mich bedanken beim AfD-Kreisverband Barnim, dass ich hier und heute mit euch und bei euch sprechen darf. Da das hier meine erste Veranstaltung in Barnim ist, möchte ich mich natürlich kurz vorstellen, liebe Freunde. Mein Name ist Hannes Knauk, ich bin gebürtiger Prenzlauer. Fraktionsvorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion in der Uckermark, Mitglied im Landesvorstand der Jungen Alternative Brandenburg und Oberfeldwebel bei der Bundeswehr. Ich freue mich, dass wir hier und heute wieder zusammenkommen und eines unserer elementarsten Grundrechte, die Versammlungsfreiheit, wahrnehmen. Ja, hier im Osten spürt man auch deutlich den Willen des Volkes, sich den Mund und die Teilhabe am politischen Diskurs nicht verbieten zu lassen. Hier stehen heute mal wieder die ganz normalen Bürger. Die Arbeiter, die Mittelschicht, die wachen Mitglieder unseres schönen Volkes, die ihre Gemeinschaft leben und sich in diese einbringen wollen. Hier stehen keine Nazis, keine Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger oder Spinner. Ich bin stolz auf jeden von euch, der heute den Mut hat, um mit uns gemeinsam Seite an Seite für die Zukunft unseres schönen Vaterlandes auf die Straße zu gehen. Danke, dass ihr alle hier seid, liebe Freunde. Oh.
Ja, wir hier im Osten spüren deutlich, dass unsere Demokratie in diesen Tagen doch sehr in Gefahr gerät. 31 Jahre nach der Wende muss man wieder aufpassen, was man sagt. 31 Jahre nach der Wende und Menschen werden wieder kategorisiert in Verdachts- und Beobachtungsfälle. 31 Jahre nach der Wende und Geheimdienste werden instrumentalisiert, um Menschen, ganz normale Bürger, auszuspionieren und Existenzen zu zerstören. 31 Jahre nach der Wende und demokratische Wahlen werden als Fehler bezeichnet, den man korrigieren müsse. Das erinnert mich doch sehr an die dunkelsten Stunden. Wir wollen keine DDR 2.0, liebe Freunde. Ja, ist das denn wirklich noch eine Demokratie, in der wir leben? Oder sind wir nicht schon viel mehr in eine Herrschaft des Pöbels abgeglitten, der nicht mehr zum Wohle des Volkes handelt, sondern sich nur noch an Posten klammert und in die eigene Tasche wirtschaftet? Liebe Freunde, die AfD ist die letzte und wer mag dies anzweifeln, noch verbliebene Volkspartei, die sich für Grundrechte, Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt einsetzt. Die von Macht und Diäten besoffenen Kartellpolitiker der SPD und CDU klammern sich vehement an ihre Posten und die linksgrünen Schulen und Kriegsdienstverweigerer dort hinten wurden wieder aus verschiedenen Landkreisen in Brandenburg und Berlin angekarrt. In ihrer Angst schlagen und treten diese weichgespülten Berufspolitiker immer heftiger um sich wie ein bockiges Kind. In der Uckermark rief letzte Woche doch tatsächlich ein Bundestagsabgeordneter der SPD bei einem lokalen Autohaus an und beschwerte sich beim Inhaber über Mitarbeiter, die Seiten und Beiträge von AfD-Kommunalpolitikern kommentieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Mann maß sich an, gestandenen Arbeitern in einem Autohaus vorschreiben zu können, wen man liked oder was man auf Facebook kommentiert. Menschen werden bei ihrem Arbeitgeber angeschwärzt, weil diese sich für die größte Oppositionspartei im Land interessieren. An diesem Beispiel sehen wir deutlich, wie abgehoben und realitätsfremd das politische Establishment inzwischen geworden ist. Und da gilt es auch endlich mal ein Zeichen zu setzen und diese Missstände anzusprechen. Lieber Herr Zierke von der SPD, schämen Sie sich für dieses antidemokratische und asoziale Verhalten. Sie haben niemandem vorzuschreiben, wen man zu wählen hat oder noch besser, welche Beiträge man im Internet liest oder kommentiert, denn hier herrscht immer noch Meinungs- und Pressefreiheit. Traurig, dass man das einem Bundestagsabgeordneten erklären muss. Sie propagieren mit ihren alten Stasi-Mitarbeitern Demokratie und Meinungsvielfalt, doch für mich sind sie nur ein arroganter und übler Denunziant, ein geistiger Brandstifter, der den demokratischen Boden schon lange verlassen hat und dafür nun endlich mal zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Das Grundgesetz und die Meinungsfreiheit treten Sie mit Füßen, lieber Herr Zierke. Sie sind eine Schande für den Deutschen Bundestag und sollten Ihr Mandat sofort niederlegen. Ja, wir sehen es deutlich, die Regierenden bekommen es mit der Angst zu tun. Auf unseren letzten Demonstrationen in der Uckermark sah man dies deutlich am Aufgebot der Geheimdienste. Auch heute sind sie wieder unter uns. Und weil hier die letzte noch verbliebene Rechtsstaatpartei spricht, weil wir die wahren Demokraten und Beschützer der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind und weil wir verdammt nochmal nichts zu verbergen haben, schicken wir auch ein herzliches Willkommen an die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Ja, liebe Freunde, auch ihr habt euch einmal verpflichtet, weil ihr eurem Land dienen wolltet. An sich ist das auch ein edler Gedanke, doch nun müsst ihr, geführt durch ehemalige SED-Kader, Beamte, Polizisten und Soldaten ausspionieren. Wir alle sollen am besten aus der AfD oder der Jungen Alternative austreten. Bürgerbewegungen werden von den Kartellparteien und dem Verfassungsschutz ebenfalls torpediert, wo es nur geht. Ich selber spreche da aus Erfahrung und kann dem Erfüllungsgehilfen der Regierung, dem Verfassungsschutz, nur deutlich sagen, mit mir habt ihr euch den Falschen ausgesucht. Ich werde nie aufhören, Missstände anzusprechen. Ich werde nie aufhören, meine Meinung zu sagen. Ich werde nie zum politischen Establishment gehören und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug für Volk und Vaterland kämpfen, liebe Freunde. Als Soldat sind für mich die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, die innere Sicherheit und natürlich die Bundeswehr die zentralen Themen, liebe Freunde.
Ich bin gerne Soldat. Ich bin stolz auf alle Mannschaftssoldaten, Unteroffiziere und Offiziere, die diesen Laden am Laufen halten. Die Personalpolitik der Regierung in Bezug auf die Bundeswehr empfinde ich allerdings als äußerst beschämend. Die Ernennung Eva Högel zur neuen Wehrbeauftragten setzte dem ganzen korrupten Postengeschacher vor Wochen die Krone auf. Die AfD hat auch einen Bewerber für das Amt des Wehrbeauftragten aufgestellt. Gerold Otten, 22 Dienstjahre Erfahrung bei der Bundeswehr, Kampfpilot und später Vertriebsleiter in der Rüstungsindustrie. Dass nicht Herr Otten zum Wehrbeauftragten ernannt wurde, sondern Frau Högel, zeigt deutlich den Unwillen dieser Regierung, die Bundeswehr von kompetentem Personal führen zu lassen. Mit Frau Högel hat die Bundeswehr nun ein großes Problem mehr, liebe Freunde. Von dem Amt des Verteidigungsministers ganz zu schweigen, hier würde ich mir mal einen ehemaligen General wünschen, anstatt eine ehemalige saarländische Ministerpräsidentin. Die Bundeswehr beteiligt sich zurzeit an 11 Auslandseinsätzen, die uns im letzten Jahr rund 964 Millionen Euro gekostet haben. Allein in Afghanistan starben 59 deutsche Soldaten bei Gefechten, Unfällen oder durch Suizid. 59 Familien, die noch heute um einen Vater, einen Bruder oder einen Sohn trauern. Frau Merkel, ich werde Sie immer an Namen und Gesichter dieser Toten erinnern, denn Sie haben diese Soldaten in Kriege geschickt, die wir im Namen von Demokratie und Menschenrechten führen, allerdings in der Realität nichts anderes sind als falsche Bündnistreue zu den Amerikanern. Die NATO führt völkerrechtswidrige Angriffskriege, an denen sich kein deutscher Soldat mehr beteiligen sollte. Joschka Fischer von den Grünen, liebe Freunde, als Außenminister und Rudolf Scharping von der SPD, eingesetzt als Verteidigungsminister, führten übrigens unsere Jungs das erste Mal nach 1945 wieder in einen Krieg. 1999 schickten sie die Bundeswehr ohne UN-Mandat in den Kosovo. SPD und Grüne, liebe Freunde, das sind die wahren Kriegstreiber. Die haben das Blut an ihren Händen. Diesen Spiegel müsst ihr diesen Leuten bei ihren Moralpredigten immer wieder vorhalten. Die Bundeswehr muss zurück zu ihrer Kernaufgabe der Landesverteidigung zurückkehren. Unsere Soldaten nach Hause, Frau Merkel, denn unsere Freiheit wird weder im Sudan noch im Mali oder am Hindukusch verteidigt. Der Wehretat muss sinnvoll eingesetzt werden für funktionierendes Großgerät und die persönliche Ausstattung der Soldaten. Und die allgemeine Wehrpflicht muss wieder aufgenommen werden, liebe Freunde. Diese hat niemandem geschadet und hätte auch jedem aus diesem Kabarett der Kuriositäten dort hinten übrigens gut getan. Heute hören wir diesen Wanderzirkus da hinten wieder deutlich. Laut können sie sein, aber Argumente haben sie nicht vorzubringen. Diese Menschen da hinten wollen gar nicht mit uns an einem Tisch sitzen und einen demokratischen Konsens finden, sondern nur provozieren, hetzen und unser Volk spalten. Wir wissen natürlich, dass diese Gestalten von überall herangekarrt werden und das zum Teil finanziert durch unsere Steuergelder. Die gleichen Linksextremisten, die heute wieder für Deutschlands Ende demonstrieren, hatten wir auch schon in den letzten Wochen in der Uckermark zu Gast. Deutschland verrecke und nie wieder Deutschland wurde gemeinsam mit Landtagsabgeordneten skandiert. Ich muss euch sagen, ich stehe lieber mit zwei aufrechten Patrioten im Feuer als mit 50 dieser grenzdebilen Zivilversager. Aber liebe Freunde, lasst uns auch selbstkritisch sein, lasst uns bei uns selber anfangen. Lasst uns wieder selbstbewusster sein. Lasst uns wieder öfter unsere Meinung sagen. Lasst uns öfter demonstrieren und den Menschen in diesem Land klar machen, dass wir die einzig verbliebene Rechtsstaatpartei sind, die sich für die Interessen des deutschen Volkes einsetzt. Stärken wir die staatlichen Institutionen. Geht doch mal zu einem Soldaten oder einem Polizisten und bedankt euch für deren Dienst. Die freuen sich, glaubt mir. Die Polizei ermöglicht uns heute auch wieder eine reibungslose Veranstaltung. Glaubt mir, liebe Freunde, jeder von den Jungs und Mädels wäre heute lieber bei seinen Freunden oder bei seiner Familie. Die Taz schrieb ja unlängst über unsere Polizisten und ich zitiere: Schließlich ist der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und solche mit Fascho-Mindsets in dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch. Spontan fällt mir da nur eine geeignete Option ein, die Mülldeponie, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind, unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Zitat Ende. Horst Seehofer,
Der Innenminister und euer Chef, liebe Polizisten, versprach, die Reporterin anzuzeigen, die diesen Artikel geschrieben hat. Natürlich hielt dieser weichgespülte Wendehals nicht Wort. Und die einzigen, die diese Reporterin angezeigt haben, das waren wir, die Alternative für Deutschland. Liebe Polizisten, für uns gehört ihr nicht auf die Mülldeponie. Für uns seid ihr kein Abschaum. Für uns seid ihr genau da richtig, wo ihr seid. Und wir danken euch für euren Einsatz am deutschen Vaterland. Liebe Mitstreiter, geht wählen, nutzt eure Stimme, drückt euren Willen dadurch aus. Nehmt teil am politischen Meinungsbildungsprozess, lasst uns ein klein wenig politischer werden, liebe Freunde. Und lasst euch niemals einreden, dass alles hier würde nichts bringen und nützen. Das hat man der Bevölkerung in der DDR 1988 auch noch erzählt. Ein Jahr später fiel die Mauer. Und auch die Mauer der Kartellparteien bröckelt und wird fallen, da bin ich mir sicher. Aber wir müssen Ausdauer beweisen, liebe Freunde. Eine Veränderung führen wir in diesem Land nicht von heute auf morgen herbei. Diese ganzen Strukturen, Verwaltungen, Ämter und Posten sind immer noch besetzt vom politisch-medialen Establishment. Diese Dinge sind über Jahrzehnte gewachsen. Sie werden doch alle schon nervöser und schlagen um sich wie ein bockiges Kind. Und je nervöser sie werden und in Hasstiraden verfallen, umso ruhiger und gelassener lasst uns doch werden. Das alte und morsche Gebilde fällt gerade vor ihren Augen zusammen. Wir müssen einzig und allein zusammen weitermachen, den Mantel der Geschichte ergreifen und ihn nicht mehr loslassen, bis die Zukunft unserer Heimat, bis die Zukunft unseres Volkes, bis die Zukunft unserer deutschen Nation, bis die Zukunft unseres geliebten Vaterlandes gesichert ist. Der Traum eines blühenden Vaterlandes scheint im Moment begraben zu sein. Wir bringen diesen Traum zurück, größer, besser und stärker als jemals zuvor. Wir werden Deutschland gemeinsam wieder aufblühen lassen, liebe Freunde. Entdecken wir die preußischen Tugenden wieder. Otto von Bismarck wird der Ausspruch zugeschrieben, das Leben ist Pflicht und die Pflicht ist Freude. Füllen wir diesen Dienstethos wieder mit Leben. Lasst uns fleißig, loyal, strebsam und patriotisch sein. Lasst uns preußisch sein, lasst uns ehrlich sein und lasst uns mitbestimmen, wer dieses Land führt. Wenn ich euch so anschaue, liebe Freunde, dann bin ich verdammt zuversichtlich, dass wir dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Gehen wir diese Aufgabe gemeinsam an. Ich sage euch, es ist okay, weiß und deutsch zu sein. Es ist okay, den Multikulti- und Gender-Gaga abzulehnen. Es ist okay, eine klassische Familie vorzuleben. Und es ist okay, mit der Arbeit der Regierung unzufrieden zu sein. Lasst uns den Globalisierungsextremisten dort hinten entgegenstehen und rufen wir ihnen zu. Demokratie, Rechtsstaat, Heimat, Identität, Volk, Vaterland, Muttersprache, Meinungsfreiheit und unsere deutsche Nation sind nicht verhandelbar. Wir werden die Politik in diesem Land gestalten und gemeinsam Geschichte schreiben. In jedem von euch, liebe Freunde, steckt ein Deutscher. Ihr müsst ihn nur rauslassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und bleibt stark für Deutschland! So, meine Damen und Herren, jetzt nach Hannes Knauk kommt jemand aus Arnsfelde, dort meine Vertreter. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir mit einem kräftigen Applaus Marco Lenger! Hallo liebe Patrioten, hallo Bernau! Ich begrüße hier alle Gelben, Schwarzen, Weißen und Roten. Mit den Roten meine ich nicht die Personen da drüben. Es kann ja sein, dass einige Indianer unter uns sind.
Und bevor ich hier als Rassist abgestempelt werde, möchte ich natürlich alle begrüßen, die heute hier anwesend sind. Sag ich doch. Da sage ich nur eins dazu, der Ansage, all lives matter. Das geht hier nicht nur um Schwarze, es geht um alle Menschen. Für mich sind alle Menschen wichtig und jedes Leben wertvoll. So nun, liebe Freunde, habe ich an euch eine Frage. Was hat diese Regierung mit ihrem Rattenschwanz von kriminellen Parteien für Deutschland, für euch in den letzten 5 Jahren getan? Nichts! Richtig, nichts haben sie getan. Was hat sie gegen dieses schöne Land, gegen unsere Heimat und gegen ihre Bürger getan? Viel! Ja, genau. Da hat sich die Regierung mal so richtig ins Zeug gelegt. Die Sozialkassen geplündert, die Rentenkassen geplündert, unser sauer verdientes Geld an ein marodes Konstrukt des Europa verschenkt. Hier mal ein paar Zahlen. Deutschland zahlt satte 42% mehr in den EU-Haushalt, macht mal eben 13 Milliarden Euro im Jahr. Das EU-Pandemie-Aufkaufprogramm kostet 1.350 Milliarden. Bürgen tut dafür Deutschland. Logisch. Wiederaufbau nach Corona, 750 Milliarden. Man könnte jetzt gleich der Meinung sein, wir haben hier 5 oder 6 Länder in Europa. Deutschland bürgt da mit 135 Milliarden. Dann der Green Deal, um Europa zu einem CO2-freien Luftschloss zu machen. Mit Zahlen kann Frau von der Leyen sehr gut umgehen, haben wir in der Vergangenheit gesehen, was sie da alles zunichte gemacht hat, verdient hat nur ihr Sohn. Eine 1 Billion Euro für dieses CO2-Luftschloss. 1 Billion. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da fehlt hier an allen Ecken, nicht nur in Deutschland, in Europa, wichtiges Geld für Kinder, für Bildung. Das wird einfach so mal hingenommen. Dann nenne ich die Autoindustrie. E-Autos. Und jetzt geht's mal richtig los, ja? E-Autos, die angeblich dafür sorgen sollen, dass wir hier in dieser Welt gesünder leben, CO2-frei leben und vor allem Stickoxide aus der Welt schaffen. Da werden in Afrika kleine Kinder dazu befähigt, für ein paar Mark 80 Lithium abzubauen. Was wird passieren in 20 Jahren? Da werden wir uns entschuldigen. Da werden wir uns hinstellen und sagen, na sicher müssen wir Leute hier aufnehmen. Wir haben ja für das Elend gesorgt, dass diese Menschen, wenn sie Billionen von Liter Wasser da aus ihren Ackerbau- und Viehzuchtflächen nehmen müssen, um ein bisschen Lithium abzubauen, wir nehmen ihnen die Lebensgrundlage. Diese Menschen werden hierher kommen müssen, weil wir ihnen alles genommen haben, um sich selbst ernähren und erhalten zu können. Der Kohleausstieg, damit wir eine bessere und CO2-freie Energie herstellen können, da wird es genauso lustig. Da hat man jetzt in Datteln ein Werk hingestellt, ein neues Kohlekraftwerk. Vorher hat man in der Lausitz, da ist noch etwas Arbeit, aber nicht mehr lange, und im Ruhrpott hat man alles zunichte gemacht. Jetzt mal die Frage, wo kommt denn die Kohle her, wenn wir den Tagebau abgeschafft haben? Genau, den werden wir mit Schiffen, die mit Schwerlastöl fahren, aus China herholen. Wir importieren die Kohle aus Polen, damit wir hier dieses Kohlekraftwerk bedienen können. Genauso verhält es sich mit der gesamten Energiepolitik, wenn wir an Windräder, abgeschaffte Kernkraftwerke denken. An der nächsten Grenze unten zu Frankreich 10, 12 Stück von den guten Dingern. Da kaufen wir unseren Strom teuer ein. Damit ist Deutschland der teuerste Energiezahler. Jeder weiß das von zu Hause. Wir zahlen die meisten Kosten für Energie in ganz Europa. Was ist mehr als eine Kugel Eis? Mag sein, wenn die Kugel Eis teuer wird. Eine Pandemie, die dafür genutzt wird, unsere Grundrechte zu stutzen und hinter unseren Rücken Gesetze zu ändern oder neu zu erlassen. So hat man ein Pandemiegesetz erlassen, das erlaubt, dass die Regierung ohne Abstimmung mit allen anderen Fraktionen und Parteien im Bundestag Gesetze erlassen und ändern darf.
Das ist diktatorisch und nie und nimmer die viel gepriesene Demokratie in diesem Land, wenn nur noch eine Regierungspartei bestimmen darf, wie es mit uns weitergeht und was wir zu tun und zu lassen haben. In der Pandemie werden uns viele Grundrechte genommen, uns wird freiheitliche Bewegung genommen. Wir müssen Masken aufsetzen, die gar nicht mehr nötig sind, das wissen wir alle. Wer klar über den Tellerrand gucken kann, wir nehmen auch mal ein Brett ohne Rand. Wer das machen kann, der weiß, dass das so ist, wie ich es gesagt habe. Die Regierungsmitglieder, wir haben da mal ein Beispiel von Ministerpräsidenten Michael Kretschmer aus Sachsen. Dieser Mann hat sich begeben ohne Maske in eine Demonstration, der hat sich begeben ohne Maske in ein Flughafenterminal, der ist sogar ohne Maske geflogen. Als dieser Mann mit einer Anzeige gerechnet hat oder rechnen musste, die auch stattgefunden hat, hat man Folgendes zu Urteil gegeben. Der Mann ist Teil der Staatsregierung und diese Menschen müssen keine Maske tragen. Da sehen wir die Zweiklassengesellschaft, da sehen wir, was man von uns hält. Wir müssen uns an möglichst neue Gesetze halten, wir müssen uns einschränken, wir müssen mit Mundschutz rumlaufen. Das macht einige nicht aus. Manche von den Leuten sind hier da, die sind immer maskiert, die haben da gar keine Probleme. Als nächstes hat der Staat die volle Überwachung über das Internet. Ein ID-Chip soll uns aufgezwungen werden. Ein Reisepass, den wir nur noch, der ganz andere Maßnahmen hat, als dieser eigentliche Reisepass haben soll, da muss drin stehen, dass ich frisch geimpft bin. Jetzt stellen wir uns vor, letzte Woche in Nordrhein-Westfalen haben die Ferien begonnen. Einen Tag vorher hat man dieses Gesetz erlassen, dass alle Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise in Deutschland Urlaub begeben, ein Hotel, eine Unterkunft besuchen möchten, sie müssen diese Untersuchung vorlegen. Wer schafft das einen Tag vor Reiseantritt? Wieder eine Einschränkung, die man absichtlich einen Tag vorher erlassen hat. Ja, ja, ist ja gut da hinten, keine Angst. Wir hören euch. Terror, Plünderung, Gewalt, Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte liegen an der Tagesordnung. Angestochen und aufgeputscht von dieser Regierung, von Rot-Rot-Grün, von linken Versagern. Wir wissen alle, was da von den Leuten abgelassen wurde, womit man diese Polizisten vorher deformiert hat, damit die Leute auf die Straße gehen und wissen, wenn wir dem mal ein paar vors Maul hauen, dann machen wir genau das, was die Regierung von uns möchte. So geschehen in Stuttgart. Wilde Plünderei, da wurden Existenzen zerstört von Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, um diese Loser, die den ganzen Tag nur draußen auf der Straße stehen, Gewalt ausüben. Migranten, die eh schon so viel Geld bekommen, dass es ihnen hier tausendmal besser geht als zu Hause. Als Dankeschön spielt man kurz bei wilde Sau, übt Gewalt aus, plündert Geschäfte, haut alles kurz und klein. Die Aussage dieser Hupen, die sind uns alle bekannt, die brauche ich nicht extra anführen. Wer die Achtung vor Deutschland verliert, das gilt nicht nur für Migranten, das gilt auch für die Antifanten. Wer die Achtung vor Deutschland verliert, und die Achtung vor dem Land und den Bürgern verweigert, der hat dieses Land zu verlassen. Der hat hier nichts verloren. Eine desaströse Bildungspolitik tut sich auf und das schon nicht erst seit gestern, sondern seit 30 Jahren. Da kommt die Meinung auf, dass das gewollt ist. Und ja, das ist gewollt. Schauen wir uns mal die Politiker von Linken, Grünen und von der SPD an. Da ist der größte Teil unterwegs. Die haben weder ein abgeschlossenes Studium, und das ist mal das höchste Gebot, was ich danach ansprechen würde, die haben noch nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung. Offensichtlich, Politik lohnt sich immer. Wenn es gegen die Bürger geht, dann wird man auch gerne gesehen und genommen. Bei der faschistischen Antifa werden solche Wissenslücken mit einer Flasche Sternburg gefüllt. Anschließend lässt man sich auf eine staatlich finanzierte Demonstrationsliste setzen, die gibt es in der Tat, das ist keine Lüge von mir. Dann wird man von zu Hause abgeholt, kassiert ein paar Euronen, dann darf man sich hinterher mit dem Geld, was man da bekommen hat, wieder seine Wissenslücken mit einem schmucken Sterni auffüllen. Wir sehen, dass da vor drüben los ist. Das ist das Zeichen, das ist das Ergebnis einer desaströsen Bildungspolitik seit über 30 Jahren in diesem Land. Zu wenige und marode Schulen sind Zeugnis dieser Bildungspolitik. Wo die
Wo die Prioritäten sind, zeigt ein Beispiel. Das möchte ich euch mal vorstellen. Das ist nur ein Beispiel. Das ist in ganz Deutschland so. Das ist nicht nur an dem Beispiel Berlin zu sehen. Lässt in Berlin-Hellersdorf Luxuswohnungen für Asylbewerber bauen. Sie sind barrierefrei, alle mit Balkon und Terrasse. Bis zu 142 Quadratmeter trägt so eine Wohnung. Ja, logisch, mit einer Familie mit 20 Kindern ist das notwendig. Nur ein paar Kilometer weiter braucht die Kickema-Schule in Mahlsdorf wegen starker Überfüllung. Und das wird noch schlimmer, wenn das nämlich nach den Ferien losgeht und dann werden die nur die Hälfte der Schüler an die Schule antreten dürfen, weil es Abstandsregeln, Maskenpflicht und weiß der Geier, was für ein Blödsinn von dieser Pandemie gibt, dann wird es noch schlimmer. Um da einen Anbau zu machen, ist zigmal gefragt worden. Dafür hat der Senat leider kein Geld übrig. So die Aussage der Senatsverwaltung in Berlin. Nachdem unsere Kinder 3 Monate fast null Schulunterricht hatten, möchte man nach den Ferien wieder voll einsteigen. Problem, keiner weiß bis jetzt wie. So meint die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst auf Anfrage, mal sehen, nach dem Motto, wird schon. Wie weiß sie alle, wie das funktionieren soll, weiß von denen da oben niemand. Das Volk ist tief gespalten durch diese Regierung. Arm und Reich wird groß gepriesen, wollen wir zusammenführen. Machen sie auch. Alle sind gleichmäßig arm. Gesundheitspolitik, null Anzeige, viel Gelaber, viel Geplänkel, nichts passiert. Jetzt sind Gesetze erlassen worden, wo man nicht mal mehr das Geld dafür ausgeben will, dass Familienangehörige ihre Kranken und Behinderten zu Hause pflegen dürfen. Deshalb sollen die jetzt ins Heim abgeschoben. Das ist nach Regierungsansagen deutlich günstiger. Das bedeutet, dass Menschen, die ihr Leben lang arbeiten waren, aber heute für diese Regierung null Wert haben, einfach rausgeschnitten, weggedrängt werden. Das alles geschieht unter Führung einer Deutschland- und deutschhassenden Frau, die man im Ausland für eine Zerstörerin hält. Das ist keine Aussage von mir, das sind Politiker aus dem Ausland, die das von sich geben. Und neueste Aussage, man hält sie für dumm. Frau Merkel hat das Parlament entmachtet. Sie hat den Verfassungsschutz für ihre Zwecke gleichgeschaltet. So schützt dort niemand mehr die deutsche Verfassung, sondern die Sauereien dieser Regierung. Sie lässt demokratische Wahlen rückgängig machen. Schauen wir uns die Wahl in Thüringen an. Ein Mensch, der so weit weg von der AfD ist, ist da gewählt worden. Auf Ansage, da nimmt man sich sogar die Zeit in Südafrika, um mal über Deutschland zu sprechen, wo ihr sonst die Zeit obligatorisch absolut fehlt. Das muss sofort rückgängig gemacht werden. Das funktioniert so nicht. Und ein, zwei Fix werden ihre Schergen genau das durchführen, was sie verlangt. Das ist Diktatur. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist nicht viel mehr wert als ein Hundehaufen auf dem Frühstückstisch. Und bitteschön, meine Damen und Herren, das möchte kein Mensch. Sie schafft ein Klima tiefer gesellschaftlicher Verspaltung. Sie lässt das Internet im Sinne der DDR-Stasi überwachen. Jeder, der dort nicht regierungskonform schreibt, der wird als Rechter abgestempelt, als Rassist, als Faschist. Und der wird es zu spüren bekommen, wenn er einen Posten hat in diesem Land, wo man in der Öffentlichkeit draufschaut. Wie man das alles durchsetzen will, das erklärt ein kleiner böser Mann im Rollstuhl. Der Bundespräsident Schäuble. Seine Aussage, die Armut wird die Menschen schon beugen. Und genau das soll jetzt hier passieren. Wir wissen, jeder von euch hat in einer Art und Weise an dieser Pandemie gelitten. Mehr oder weniger. Es sind Existenzen zerstört worden. Es gibt heute noch Betriebe, denken wir an die Gaststätten, denken wir an die Schausteller, denken wir auch an die Menschen, die uns mit Musik bestraßen wollen. Niemand von denen darf heute auftreten, weil wir zu eng beieinander stehen könnten. Im Bundestag interessiert es keinen Menschen. Da brüllt man sich jeden Tag auf 5 cm die nächste Sauerei ins Ohr, die wir den Leuten hier draußen präsentieren dürfen. Die sogenannte Pandemie eignet sich daher hervorragend für Existenzzerstörung, Arbeitslosigkeit. Sie werden das durchziehen,
bis 2021 ihr selbstgemachtes Gesetz, was sie rausgebracht haben, das nur sie als Regierung entscheiden dürfen, ohne Mitsprache der Opposition, gilt bis 2021 im März. Und dann machen wir es noch länger. Und was passiert dann? Dann setzt man auf Briefwahlen. Mit der Ausrede, wir haben hier eine zweite, wir haben eine dritte und von mir aus haben wir noch eine bekloppte vierte Welle, die uns hier alle hinrichten wird. Jeder weiß genau, dass diese Pandemie, dass diese Krankheit Covid-19 sicherlich eine schwerwiegende Krankheit ist. Aber sie ist nicht die Krankheit, die uns hier vorgegaukelt wird. Denken wir an 17, 18. Über 20.000 Menschen sind in einer normalen Grippe gestorben. Welche Glaskuppel müssen wir denn heute für Covid-19 über unser Land hängen, damit wir nicht alle an dieser vorgespielten Krankheit verrecken? Wie sie auffällig sind, diese... Jetzt frage ich mal deutlich alle, die da sind. Auch diese Menschen da drüben, die sich gerne von unserem Geld bedienen lassen. Wir hatten mal vor einiger Zeit, vor der Pandemie, 18 Millionen Menschen in diesem Land, 18 Millionen Menschen, die mit ihrer Arbeit dieses Land am Rollen halten. 18 von fast 90 Millionen Menschen. Davon sind jetzt übrig geblieben 13. Opfer sind die Leute der Pandemie, die jetzt einfach nicht arbeiten können, die ihre Existenz verloren haben, weil sie keine Rücklagen hatten, um ihr Geschäft am Leben zu halten. Hat jemand von euch da drüben jemals mal seinen Arsch auf die Straße bewegt, um für Bildung zu kämpfen, um für seine Kinder zu kämpfen? Warum ist niemand unterwegs? Warum geht man dafür auf die Straße, wenn Amerika ein korrupter Polizist einen noch korrupteren Verbrecher umbringt? Klare Sache, da haben wir was dagegen. Das gehört nicht in diese Gesellschaft, das gehört in die ganze Welt, in keine Gesellschaft. Aber wir brauchen nicht dafür auf die Straße zu gehen, dass das da passiert ist. Hier werden Kinder dort und auch woanders dafür missbraucht, sich zu geißeln, sich Stricke um den Hals zu legen, die Straßen lang zu laufen mit einem T-Shirt, I'm sorry, ich bin weiß. Im Übrigen, dafür kann kein Mensch was. Das ist uns einfach gegeben. Das ist genetisch so gegeben. Dafür muss sich niemand schämen. Wenn das jemand mit einem Problem behaftet sieht, dann soll er sich mit seinem verdammten Goldkettchen am Solarium festhängen, 2-3 Stunden drunter bleiben und dann kann er wieder rauskommen und dann hat er vielleicht das Glück, dass er heute nicht angepackt wird. Ich möchte euch aufrufen, wir sind heute nicht so viele Patrioten, wie man sich wünscht. Ich möchte euch aufrufen, ihr, die heute da seid, die verstanden haben, warum sie heute unterwegs sind, die für ihre Heimat heute hier sind, die dafür kämpfen, dass Recht und Ordnung wieder so hergestellt wird, wie wir es vor 2015 kannten und dass wir unsere Freiheit zurückbekommen, unsere Grundrechte zurückbekommen. Nehmt eure Nachbarn, nehmt eure Familie. Sagt ihnen das. Sagt ihnen, es gibt eine Lösung. Es gibt auch Menschen, es gibt auch Parteien, die genau das möchten und das für euch durchsetzen werden. Das ist die AfD. Liebe Freunde, nehmt sie jetzt erstmal mit, seid mehr. Ihr wisst, warum ihr hier seid. Muntert andere auf, für ihr Land zu kämpfen, für ihre Heimat da zu sein. Schaut Phoenix, damit ihr nicht denkt, dass wir hier vorne einen riesengroßen Blödsinn erzählen, nur damit wir uns hier profilieren können. Schaut Phoenix, seht euch mal an, was im Bundestag los ist. Guckt euch doch mal an, wie die miteinander umgehen. Seht doch mal, wie anständige Anträge der AfD einfach abgewertet werden. Hört euch schon mal Sachen von Herrn Hofreiter an. Da fragt man sich allen Ernstes, und Achtung, das ist übrigens der einzige Schulte bei den Grünen. Und wenn das der einzige Schulte ist, dann ist man zufrieden, dass die meisten da nicht vorne antreten und ihren Geist den Dünnschiss ablassen. Nehmt eure Freunde mit, kommt hierher, Freunde. Zeigt die Kraft, die ihr heute mitgebracht habt, euren Nachbarn, euren Freunden, eurer Familie. Seid mutig, denn wenn wir jetzt nicht mutig sind, dann werdet ihr erst wach, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Und dann, liebe Freunde, ist es leider hier für dieses schöne Land zu spät. Ich bedanke mich, wünsche euch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr da wart. Wir müssen die LKWs von der Straße kriegen. Wir müssen
Ja, man sieht im Hintergrund, die Linke schwenkt wieder die Anti-Fantenfahne. Und was natürlich bei uns noch fehlt, ist die Nationalhymne. Ich gehe davon aus, dass die doch durchaus noch kommt. Liebe Patrioten, meine Damen und Herren, ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren. Ich bedanke mich bei unseren Rednern und ich bedanke mich bei den Herrschaften da hinten. Tragen Sie es mit nach Hause, kommen Sie zur Besinnung, dann stehen Sie nächstes Mal auf der richtigen Seite. Ja, und ansonsten, ich wünsche uns allen heute einen guten Nachhauseweg und mein Gott, ich kann die Farbe Rot heute nicht mehr sehen. Dankeschön. Leider, ist das aus oder noch an? Es ist noch an. Achso, inoffiziell, leider ist unsere Technik nicht vor Ort, die da sein sollte. Ah. Sabotage. Nächstes Mal bist du da. Dankeschön. Alle, die bei der Technik geholfen haben, also, die Nationalhymne leider nicht. Aber die können wir ja selber singen. Ja, in dem Sinne, das war's aus Bernau. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen und Dankeschön fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, nächste Woche Mittwoch geht's weiter in Berlin. Auf Wiederschauen.